Was glaubst du, sind die größten Probleme, mit denen Frauen in dieser männerdominierten Branche klarkommen müssen? Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Wenk, Immobilienmaklerin, und heute habe ich Tipperpam Sananikon bei mir. Es geht heute ganz besonders darum, was Männer von Frauen lernen können und um Frauen im Business, vor allen Dingen besonders spannend für die Frauen da draußen, die eventuell auch bei Kinder und Familie haben wollen und das perfekt kombinieren wollen. Also jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Ja, jetzt muss ich leider nochmal zu dem Frauenthema zurückkommen. Also liebe Männer, bitte bleibt dran. Was glaubst du, sind die größten Probleme, mit denen Frauen in dieser männerdominierten Branche klarkommen müssen? Und gibt es überhaupt Probleme, die Frauen haben, die Männer nicht haben oder andersrum? Was glaubst du? Es gibt in der Tat Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Es gibt in der Tat Probleme, die ich sehe und bitte verzeih mir. Und ich hoffe, dass niemand sich deswegen angegriffen fühlt. Aber das größte Problem ist das Thema Selbstwertgefühl der Frauen. Die Frauen meinen, die müssen perfekt sein. Die meinen, die müssen so gut sein, bevor die überhaupt rausgehen. Ja? Wenn die 99,9% an Fachwissen haben, die würden den Mund nicht aufmachen. Wenn der Mann, das ist meine persönliche Erfahrung, ich möchte auf keinen Fall verallgemeinern, ja? Das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, insbesondere in der Finanzbranche. Wenn der Mann 80% von dem Fachwissen hat, du, der stellt sich hin, wie wenn der 150% hat. Und ja, das ist genau da, wo Frauen verlieren. Ja. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und das ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ich war auf einem Seminar und ich habe dann gelernt, steh zu dir selbst, steh zu dem, was du liebst, steh zu dem, was du bist und was du gerne hast. Ja. Und ich wollte wirklich aussehen wie eine Frau, was ich ja bin. Ja, ja. Und wenn viel mehr Frauen zu dem stehen, dass sie eine Frau sind, dass sie gut aussehen können, sich schminken können und sich kleiden können wie eine Frau und trotzdem wissen, dass man sich dadurch nicht degradiert, mhm, oder trotzdem wissen, dass sie ihr Gehirn, wenn sie sich gut ansehen, nicht zu Hause lassen müssen, sondern durchaus mitnehmen dürfen. Also selbst ich ertappe mich da teilweise bei, dass ich als Frau manchmal denke, oh, also da würde ich jetzt gar nicht so der Meinung sein davon, dass ich so von mir überzeugt bin und ich behalte es lieber für mich. Und im nächsten Augenblick bemerke ich einen Mann, der weniger Ahnung von irgendwas hat als ich, ja, gerade in diesem Bereich. Und dann sehe ich, mit welchem Selbstbewusstsein er der Meinung ist, er ist der Killer und er weiß genau, wie das läuft. Und dann denke ich mir manchmal, aber also man kann auch ein bisschen tiefer vielleicht stapeln, aber genau das ist das Thema, genau das ist der Punkt, den du jetzt eben auch genannt hast. Die Frauen müssen einfach da selbstbewusster sein und überzeugt von sich selbst sein. Und selbst wenn sie 100% Fachwissen haben, haben sie manchmal nur so 20-30% Selbstbewusstsein und dann verlieren sie komplett gegen die Männerdomäne oder gegen die Männer in der Branche. Und ja, also ich finde, du bringst es absolut auf den Punkt und ich glaube, da können sich wirklich viele, viele Frauen da draußen eine Scheibe von dir abschneiden. Ja, noch eine Frage, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und ich glaube, du wärst die perfekte Beantworterin dieser Frage. Was glaubst du, könnten Männer von Frauen lernen? Was ich glaube, was Männer von uns Frauen, das ist meine persönliche Perspektive, ja, auch an dieser Stelle nicht verallgemeinern. Ich persönlich stelle immer wieder fest, dass Männer, wenn man sie fragt nach dem Weg zum Beispiel, wo geht es denn hier zur Straße XY, und selbst wenn die nicht wissen, die schicken einen irgendwo hin. Meine Güte, wo ist bitte das Problem, auch einmal sagen zu können oder einmal zugeben zu können, tut mir leid, ich bin fremd hier, oder nein, ich kann die Karten nicht lesen, oder einfach, ich weiß es nicht, tut mir leid, ich weiß es nicht. Einfach zugeben zu können, dass man auch mal was nicht weiß, Schwäche zugeben kann, das finde ich fantastisch. Ja? Ja. Ich finde solche Männer sogar, die Schwäche zugeben können,
wenn sie mal was nicht wissen, finde ich sogar ganz toll. Das ist keine Schwäche. Das ist keine Schwäche, liebe Männer. Das ist eine Stärke, liebe Männer. Das ist eine Stärke. Niemand ist perfekt. Und überhaupt, Perfektion weckt Aggression. Also macht euch spannender und sexier dadurch, dass ihr auch manchmal zugebt, dass ihr nicht perfekt seid. Also gibt auch mal durchaus Schwäche zu. Ja, vor allen Dingen bindet das auch eher in Beziehungen. Ne? Also Beziehungsaufbau ist leichter, wenn man auch Schwächen zeigen kann. Ja. Mega guter Punkt. Herzlichen Dank. Dieses Video war auch für mich mega spannend. Ich bin auch eine Frau im Business und irgendwann will ich vielleicht auch meine Familie gründen. Und ich fand es jetzt einfach toll, mal von einer erfahrenen Frau, die erfolgreich ist und erfolgreich eine Familie führt, so viel positives Feedback, Infos und so weiter zu bekommen. Ich hoffe, dass auch für dich was Spannendes dabei war. Und wenn du ein Mann bist, weißt du jetzt auf jeden Fall auch, was du von uns als Frauen lernen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen hoch und ich freue mich, wenn du diesen YouTube-Channel abonnierst. Alles Weitere und auch die Kontaktdaten von ihr bekommst du hier unten in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich bin Vanessa Wenck.